Guten Morgen, ich bin wieder da. Hallo, mein Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute, mein Mann, habe ich das Auto. Sage ich ihm jetzt gerade, er weiß das nämlich noch nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich bringe dich zur Arbeit. Ja, okay. Weil draußen ist alles nass und ich habe keine Lust, Genie nachher zu Fuß abzuholen, denn es soll heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 90% geben. Und ich latsche nicht anderthalb Stunden durch den Regen. Jetzt habe ich keine Lust. Ne? Darum bringe ich dich jetzt gleich zur Arbeit. Ja, okay. Und hol dich wieder ab. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Und wer weiß, was ich dann noch mache. Vielleicht fahre ich auch in die Stadt. Und wir müssen tanken. Hast du mich gehört? Ich meinte dich. Ja. Ja. Er ist noch nicht ganz wach. Unsere Lampe ist kaputt gegangen im Wohnzimmer. Ich meine nicht die da oben, sondern diese. Das ist sehr ärgerlich, weil diese Lampe viel heller ist als die andere. Nur, es scheint nicht nur oben die Birne zu sein, sondern da unten auch. Normalerweise blinkt da nämlich so ein oller Punkt. Und die Lampe da, die ist voll doof. Die ist so, die macht ganz gelbes Licht. Das ist dann doch sehr unangenehm. So, dann schaffe ich es bestimmt nochmal, unsere Kommentare durchzugucken. Ausziehen lohnt, glaube ich, nicht. So, los geht's. Der Mann muss zur Arbeit. Und ich fahre. Ja, ich fahre nämlich auch Auto. Das ist düster hier. So. Bei uns geht irgendwie das Flurlicht nicht. So. So, ich habe gerade gesehen, was voll ärgerlich ist, dass ich nur noch 2 Minuten Saft auf meiner Kamera habe. Aber wir sagen dem Mann jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Geh schön zur Arbeit. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Er hat noch gefragt, wäschst du nachher noch T-Shirts? Mach ich. Super. Tschüss. So, und er sagt mir, jetzt geht er gleich aus. Auf Wiedersehen. Wie gesagt, er geht jetzt aus. So ein Dreck wollte ich gerade sagen. Ich wollte eigentlich noch was erzählen, aber naja gut, dann muss das warten bis zu Hause. So, das Allerwichtigste zuerst, eingestöpselt. Oh, guckt euch nicht den Hintergrund an. Ich muss noch aufräumen. Ha, na. Auf jeden Fall, ne? Kamera kriegt wieder Saft. Ja, und ich esse jetzt Frühstück. Kam ich nämlich noch nicht zu. Dann räume ich ein wenig auf und dann werde ich wohl ein paar von euren Fragen beantworten. Das wollte ich eben schon machen. Da sind so viele Sachen bei, wenn ich das als Kommentar unter einen Kommentar schreiben würde, da würde ich, weiß ich nicht, mir fällt immer was Neues ein und ich, das geht einfach alles nicht drunter. Also muss ich das tatsächlich übers Video machen. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz praktisch. So, Frühstück beendet. Aufgeräumt habe ich auch schon zum Teil. Es sieht hier wieder ganz manierlich aus. Allerdings bin ich noch nicht ganz fertig. Ich muss noch wischen und noch so ein bisschen Kleinkram wegmachen. Aber in der ganzen Zeit habe ich mir überlegt, zu dem Thema, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass wir uns hier so nicht so wohlfühlen, dass das nicht das ist, was wir wollen. Also, dass wir nicht so leben, wie wir uns beide das vorstellen. Also, das bin nicht nur ich. Also, Stefan, wir sind eigentlich der gleichen Meinung, ja. Das ist nicht wirklich das, wo wir bleiben wollen. Das ist nur eine Wohnung, das ist kein Zuhause, das ist einfach nur, ja, eine Wohnung. Und ich habe mir überlegt, was ich dazu alles sagen könnte. Und das ist so viel, dass ich das, glaube ich, in einem einzelnen Videovlog behandle. Weil mir fällt auch immer mehr ein und immer mehr ein. Und wie es früher war und wie ich aufgewachsen bin. Und ja, und darum habe ich mir vorgenommen, wenn ich gleich hier mit fertig, also wenn ich mit Aufräumen fertig bin und so, dann mache ich erstmal ein einzelnes Video dazu und dann gucke ich mal, wie lang das ist. ja. Und dann lade ich das so hoch. So wie beim letzten Mal auch, da habe ich ja auch 2 hochgeladen an einem Tag. Oder von einem Tag. Und ich glaube, dass das einfach praktischer ist. Manche interessiert das ja auch gar nicht, die brauchen sich das dann gar nicht angucken. Die gucken eben nur das eine an und nicht das andere. Und ich finde, das ist besser. Die Lösung ist einfach besser. Ja, und das werde ich jetzt gleich tun. So, das Video habe ich abgedreht. Jetzt steht hier das Stativ noch im Weg. Gewischt habe ich auch schon. Gestaubsaugt habe ich eben auch schon. Habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich das schon gemacht. Jetzt muss ich die Küche noch weiter aufräumen. Jetzt muss ich noch... Ah, Genies Kinderzimmer muss ich nie aufräumen. Das ist eigentlich immer aufgeräumt. Das machen wir jeden Abend. Aber das Badezimmer müsste ich vielleicht nochmal
nochmal machen. Oder nochmal ordentlich machen. Sauber ist es an sich, aber naja. Naja, das mache ich jetzt. Weil wir kriegen heute Abend nämlich Besuch von Dominik. Der hat nämlich auch angefangen, einen Kanal aufzumachen und beziehungsweise er hat schon einen Kanal aufgemacht und ja, jetzt kommt er da glaube ich nicht ganz so weiter, weil er nicht so genau so weiß, was er sagen soll oder was er machen soll. Also er hat schon Ideen und er hat auch schon was hochgeladen. Das ist auch schon ganz witzig gewesen. Also sowas macht ihm einfach Spaß. Dominik und Stefan, muss man dazu sagen, die haben früher, als sie noch zur Schule gegangen sind, schon zusammen Videos gedreht. Also über alles Mögliche, über jeden Blödsinn und aber noch mit so einer alten Kamera mit diesen Kassetten drin. Also das ist schon ganz, ganz lange her. Ich glaube, da war YouTube hier noch gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Und da haben die schon angefangen, Videos zu drehen. Und also die mögen das beide ziemlich gerne. Und deswegen ist das für ihn halt auch was. Nur der Anfang ist manchmal schwierig. Wenn man nicht so genau weiß, was man jetzt sagen soll oder man macht sich, der Anfang ist nicht schwierig. Man macht sich zu viele Gedanken darüber, was man den Leuten erzählen soll, was denen gefallen könnte. Aber in Wirklichkeit, das muss man erstmal rauskriegen, darum geht es gar nicht. Es geht nie darum, was man erzählen sollte, was den Leuten gefallen würde. Es geht immer nur darum, dass man selber ist und das erzählt, was man selber erzählen will. Es geht um die Dinge, die man den Leuten mitteilen möchte. Und daraufhin kommen dann die Menschen zu deinem Kanal, die das interessiert. Also, YouTube ist riesengroß, ja. Also klar, wir haben Deutsch, es ist Deutsch gesprochen, also geht es wohl eher an die deutschsprachige Welt, ja. Aber die richtigen Leute kommen schon. Das geht gar nicht anders. Klar gibt es Menschen, die dich nicht leiden können oder die irgendwelchen Kram auf deinen Kanal schreiben, die beschimpfen dich auch mal. Am Anfang fiel mir das auch noch schwer, weil ich immer dachte, was kommt da jetzt und was ist das wieder für eine Person, die da was geschrieben hat, vielleicht kann er dich nicht leiden, also, aber es ist eigentlich egal. Also, erstmal, die Menschen wohnen total weit weg, ja. Die ich nicht leiden können, die können sich was anderes angucken oder, die brauchen dich eigentlich gar nicht zu interessieren. Die kann man einfach sperren, wenn die zu aufdringlich, hier ist zu wenig Licht, also wenn die zu aufdringlich, wenn die zu fies, wenn die fies sind, wenn die Sachen schreiben, die einfach beleidigend sind, dann werden die einfach, die werden einfach gesperrt. Also ich lösche die Kommentare, ich sperre die Leute und dann können die bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also früher war das nicht so, aber jetzt sind mir solche Menschen dann auch egal. Ich glaube, die haben kein eigenes Leben. Warum gucken die das dann an? Warum gehen die nicht einfach weiter und gucken sich einen anderen Kanal an und dann sind sie zufrieden? Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall weiß er eben auch nicht so, was er... er will sich einfach von Stefan auch ein paar Tipps holen, was er so macht oder was wir so machen. Und dann werde ich ihm das auch nochmal sagen, dass es gar nicht darauf ankommt, was die Leute sehen wollen. Also natürlich später, wenn Menschen so wie ihr, ja, die mir oft Fragen stellen oder so, dann ist das ja wie eine Unterhaltung. Ich sage oder ich mache ein Video auf etwas, was ihr wissen wollt, aber ihr seid auch nur auf meinen Kanal gekommen und stellt mir nur Fragen, weil ihr das, was ich ja eh schon mache, leiden könnt. Oder weil ihr das mögt, weil ihr uns vielleicht sympathisch findet, was ihr auch oft schreibt, ne? Weil ihr uns sympathisch findet, weil ihr Interesse an den Dingen habt, an denen wir auch Interesse haben. Und deswegen kann man natürlich dann auch das beantworten, was ihr dann fragt. Das ist ja was ganz anderes. Aber es lohnt sich nicht, sich, bevor man überhaupt schon einen Kanal aufgemacht hat, darüber Gedanken zu machen, was andere Leute von einem hören wollen. Das lohnt sich überhaupt nicht, weil man es gar nicht weiß. Das kann man überhaupt nicht abschätzen. Es sei denn, du willst was Unechtes machen. Ja? So nach dem Motto, da gibt es so viele Beauty-Kanäle und die machen alles das Gleiche und die zeigen alle Lippenstifte und die zeigen alle Nagellacke und oder irgendwelche... Ja, dann würdest du einen anderen nachmachen und dann wärst du nicht echt. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute dann lange an dem Kanal bleiben. Was nicht bedeutet, dass
Also es gibt ja große Kanäle, die haben Fans, jetzt will ein anderer einen Kanal aufmachen, der hat Dinge, die ähnlich sind, ja, die sich vielleicht auch ähnlich anhören. Und dann gibt es dann so Hater, die dann immer schreiben, du machst das so wie der und der, du machst dem bloß nach. Das ist damit auch nicht gemeint. Es gibt sehr wohl andere Kanäle, die gleich und ähnlich sind und trotzdem ist der, der den Kanal macht, der die Videos reinstellt, der ist trotzdem er selber. Ja? Also deswegen braucht man auf solche Sachen auch nicht hören. Man merkt schon selber, ob der Kanal in irgendeiner Weise erfolgreich ist. Ja, allein dadurch, dass man echt ist, dass man selbst ist und dass man ja, authentisch ist. Ein schönes Wort. Das wollte ich sagen. Jetzt muss ich mich doch noch voll beeilen und das Kind abholen. Ich dachte eigentlich, ich schaffe es noch, mein Video zu bearbeiten. Aber nein, das ist nämlich auch schon wieder gut 10 Minuten lang. Und es ist 15:15 und zum Glück habe ich heute ein Auto und kann das benutzen und muss nicht laufen. Das ist sehr erfreulich. Ja, also rein in die Klamotten und Kind abgeholt. So, jetzt habe ich endlich das Video abgedreht für die Karte, die ich, das habe ich ja vorher schon versprochen, dass ich das machen würde. Da ist sie, fertig ist sie. Allerdings werdet ihr das, die Karte schon kennen, weil die werde ich vorher schon hochladen. Weil, wie gesagt, ich hatte es ja versprochen und ja, jetzt ist es fertig. Dafür habe ich hier Chaos, weil ich musste ganz schnell meinen Schreibtisch abräumen. Musste ich erstmal alles hier vorne hinwerfen, ne? Und den ganzen Kram muss ich auch noch wieder aufräumen. Aber ich bin froh, dass so lange das Licht gehalten hat. Es geht. Also es ist schon recht düster hier drin. Ne? Und hier sieht man das. Hier drauf sieht man es natürlich nicht. Irgendwie ist es hier drauf heller als draußen. Beziehungsweise in der Kamera sieht es heller aus, als es hier drin ist. Das wollte ich damit sagen. Ja, und jetzt muss ich alles wieder aufräumen, weil wir ja gleich Besuch kriegen. Zum Glück ist die Genie bei einer Freundin. Das ist immer ganz praktisch, weil wenn die hier rumtoben würde, könnte ich das nicht alles... was für ein grauseliges Licht. Könnte ich das nicht alles in Ruhe machen? So, aufräumen angesagt und dann schön Besuch kriegen. Und dann muss ich... Oh, es regnet. Es fängt an zu regnen. Ja, und dann muss ich Stefan natürlich nachher noch abholen. Und unser Besuch stand schon vor der Tür. Genau. Oh, guck mal, der hat das gleiche Stativ wie wir. Ich hab's alles mal mitgenommen irgendwie, weil ich wusste jetzt nicht, was mich hier erwartet. Ich hab im Übrigen... Ich habe das bei mir eigentlich auch schon erklärt, warum ich hier bin, weil aufgrund eines Missverständnisses. Das ist gut. Ja gut, das sieht ja so aus wie unseres. Ich hole ein Messerschneidchen ein bisschen rein, dass wir es auseinanderhalten können. Unseres ist nicht reingeschnitten. Ach so, das war... Ja, darum geht es ja. Er ist ja pfiffig, der Junge. Zerstörungswut nennt man sowas. Ja, gibt es auch ein Lied von... ach ja, darf man ja nicht sagen. Nein, wollte man nicht sagen. Ja. Nicht zu viel, nicht zu aber viel. Aber da gibt es ein Lied von, Jan. Ja. Doch, es darf nicht mir gehören oder so. So, jetzt habe ich endlich meine Kamera wieder. Beziehungsweise, die haben sie mir eben weggenommen und jetzt habe ich sie wieder. Apropos wegnehmen. Nein. Mann. Da. Dann gib mir mal dieses Ding. Der will mir was klauen. Ist er ein bisschen Bild? Ich sehe das ja gerade nicht. Der will mir das wieder klauen, was er mir gerade gegeben hat. Und zwar Cashewnüsse, gewürzt, voll lecker. Ja! Da. Lecker. Lecker. Habe ich noch nie gegessen? Finde ich hervorragend. Die Sandra mag nicht gefilmt werden, ne? Nein. Gut. Nein? Nein. Hallo? Kommt von der Arbeit? Wie, nein, ja. Nein, ach so, muss sie nicht. Naja, gut. Wer nicht will, der will nicht und der muss auch nicht, ne? Ich bin auch 30, ich komme auch nicht. Ist auch richtig so. Wer nicht will, der soll nicht. Man muss immer schön nett sein. Sonst kommen die Leute dann irgendwann nicht mehr besuchen. Gehst du von meinen Nüssen weg? So, es ist spät. Gäste sind fort. Nein, noch nicht ganz, aber der eine ist vorher gegangen und Dominik geht jetzt gerade. Es sind noch eine rauchen gegangen und es ist spät. Es ist, wie gesagt, 12 Uhr. Beziehungsweise, wie gesagt, spät ist es, habe ich schon mehrmals gesagt, aber jetzt ist es 12. Oh, wir haben ein anderes Licht hier drin. Weil unser anderes Licht ja kaputt ist. Und das ist dann immer voll blöd für die Augen, das Licht hier oben. Ja, und jetzt ist Heierzeit. Also,